Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin und heute gibt es einmal das Obelisk-Deck, das hier als Opening, und wir werden einmal ein 30-Euro-Deck damit bauen, damit ihr mal sehen könnt, was tut das Deck überhaupt und wie gut ist das. Vor Disclaimer, dieses Deck ist nicht gut. Ihr werdet damit keine Turniere gewinnen, ihr könnt aber damit Götter spielen. Und das ist quasi das Hauptthema dieses Videos, dass ihr ein cooles Deck damit bauen könnt, mit dem ihr gegen eure Freunde spielen könnt. Euer Gegner kann sich mit das Slifer-Deck kaufen und dann könnt ihr quasi Slifer gegen Obelisk spielen. Das ist ganz nice. Wenn ihr noch einen dritten Freund habt, der kann sich die ganzen Ra-Karten kaufen aus Rage of Ra und er kann ein Ra-Deck bauen und dann könnt ihr quasi gegeneinander spielen. Und das ist so eine coole Sache, oder? Vielleicht machen wir das sogar auf dem Channel mal. Mal gucken. Und ich sagen, gehen wir ins Opening rein. Wir öffnen einmal ein Obelisk-Deck, damit ihr mal sehen könnt, was drin ist und wie genau das quasi sich anfühlt, das zu öffnen. Im besten Fall öffnet ihr das Structure Deck immer von unten, denn dann habt ihr diese komische Lasche nicht im Weg. Dann kommt hier immer diese tolle Playmat hier. Hier juckt halt keinen. Weg damit. Dann habt ihr hier immer das Obelisk Structure Deck mit dem Obelisk vorne dran, logischerweise. Das öffnen wir einmal ganz kurz. Dann haben wir einmal unseren Boy. Obelisk ganz oben, die beste Karte logischerweise in dem Deck. Dann haben wir Seelenkreuzung, die Karte lässt uns das gegnerische Monster teleportieren, was ganz nice ist. Faust des Schicksals, die kann das Monster-Effekt annullieren, nice. Göttliche Evolution, auch eine ganz okay Karte, nicht die beste Karte, aber ganz okay. Dann haben wir Stufenwiderstandsmauer, ist auch keine schlechte Karte tatsächlich. Dann Engel 01 als Super Rare, Mare Mare als Super Rare, auch interessant. Und nächste Super Rare ist Harpien Flederwisch. Dann haben wir unsere Monster, die spezial beschwören können, nämlich den flinken Momonga. Basul, der sich boosten kann. Cyberdrache, der sich spezial beschwören kann. Momonga nochmal. Und noch ein Momonga. Dann haben wir den hartgesottenen, bewaffneten Drachen. Wenn der als Tribut angeboten wird für ein Monster, kann das Monster nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden, was ziemlich nett ist, wenn das Obelisk ist. Dann den flinken Megahamster. Den super flinken Megahamster. Dann Mandragora. Photonen Säbelzahntiger, zweimal, gute Karte offensichtlich. Übelscher Salamandra, Rasschüler kriegen wir dreimal, weil der wichtig ist. Den demaskierten Drachen, den kennen wir alle. Den flinken Biber, die verfluchte Hexe, dann Gizmek Uka, Gizmek Makami als Monster, dann die Gehirnkontrolle, die Monster Reborn, die Dimensionskapsel, Topf der Trägheit, die Doppelbeschwörung, auch keine schlechte Karte für das Eck. Bewohner Kelch, Lanze, Kleid, Nachschubtrupp, Sturmkraft der Monarchen, sehr heftig, Ruf der Gejagten, Klonen und ertränkende Spiegelkraft. Bevor wir jetzt aber zum Deck kommen, lasst mir doch gerne mal unten in die Kommentare da, ob ihr das Slifer-Deck auch noch sehen wollt, und wenn ihr das sehen wollt, gerne mal ein Abo da lassen, damit ihr das nicht verpasst, wenn ihr das sehen wollt. Hier ist also unser Deck, wir spielen logischerweise unser Bossmonster dreimal, denn Obelisk ist in dem Deck, warum auch immer, nicht richtig suchbar. Deshalb brauchen wir logischerweise drei Stück von ihm, damit wir ihn einigermaßen reliable bekommen können. Denn das Deck revolves im Endeffekt um ihn. Deswegen müssen wir ihn halt dreimal spielen. Denn es macht im Endeffekt auch die andere Karte um ihn ein bisschen besser, nämlich Engel O1. Denn wenn wir den häufiger haben, können wir den auch einfacher, häufiger beschwören. Wir können natürlich noch ein paar andere Karten spielen, theoretisch, die ihn halt einfacher resolvebar machen. Aber dann haben wir halt kein Monster, was wir ihn beschwören können. Deswegen macht es halt Sinn, ihn zu spielen. Und dann haben wir dreimal Ras Schüler, weil das die einfachste Möglichkeit ist, drei Monster aufs Feld zu bekommen, die wir tributieren können. Manchmal erst in der generischen Runde, aber dann ist das halt so. Dann haben wir noch das gleiche Beispiel, nämlich den dreimal den blinken Biber. Das ist nämlich ein Monster, was halt uns zwei Monster gibt, dass wenn wir die Zauberkarte haben, wir direkt beim Gegner halt zumindest ein Obelisk aufs Feld klatschen können. Dreimal den hartgesottenen, bewaffneten Drachen. Die Karte ist halt nicht gut, aber sie kann unseren Obelisk unzerstörbar machen, und deshalb spielen wir die dreimal. Ihr könnt sie auch weniger spielen, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Die Karte ist einfach auch nicht gut, aber sie ist zumindest, wenn sie auf dem Feld liegt und ihr habt die Zauberkarte auf dem Feld, dass ihr zumindest einen guten Obelisk bekommt. Und das letzte Monster ist einmal die verfluchte Hexe. Sie ist theoretisch halt kein Starter, weil sie halt nicht wie der flinke Biber ein Monster aufs Feld bekommt. Sondern ihr sucht es halt eine der verbindenden Karten. Ja, cool. Und sie kann halt den Ra aus dem Deck specialen oder halt den Engel. Aber das ist halt einfach nicht gut und das ist halt nur, wenn ihr First geht, halt ganz relevant. Aber ihr wollt mit dem Deck eigentlich Second gehen, damit ihr halt die Karte aufs Feld bekommt, deswegen eher nicht so. Das sind nur noch Monster. Kommen wir jetzt zu den Zauberkarten.
Da spielen wir auch die Seelenkreuzung hier dreimal. Das ist die neue Karte. Das ist auch eine relativ gute Karte. Nur, dass wir nur einen Monster-Effekt aktivieren können, ist halt doof, wenn wir den Effekt aktiviert haben. Aber das drei gegnerische Monster tributieren ist halt nicht schlecht. Deswegen ist sie halt ganz okay. Und die ist halt ein Quickspell, also von daher auch not bad. Dann Faust des Schicksals. Wir spielen die dreimal, damit wir Obelisk haben, die auf jeden Fall immer haben. Eigentlich ist sie halt nicht gut, die Karte, aber der Gegner kann darauf nicht reagieren. Das heißt, ein Monster negate und dann halt gegebenenfalls Spelltraps zu crushen, ist halt schon nicht bad. Spielen wir einmal die göttliche Evolution. Es ist eine neue Karte, ich wollte sie mal ausprobieren. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass ihr die resolvet, aber why not? Ich mag das Artwork von der Karte. Dann haben wir dreimal die Dimensionskapsel. Man könnte meinen, Konami käme auf die Idee, in diesem Set hier eine Karte zu printen, die den Obelisk super macht, die nicht zwei Züge braucht. Und das ist halt auch die schlechtere Karte von den beiden hier. Die hätte ja theoretisch auch der Goldzerkopfer drin sein können. Der ist halt legit einfach besser als die Karte. Denn die muss auf dem Feld bleiben, muss überleben. Das ist ein bisschen schwierig. Dann haben wir noch dreimal den verbotenen Kelch. Einfach nur, weil das Monster-Effekt annullieren kann. Ist also auch keine schlechte Karte. Und wir spielen noch einmal die verbotene Lanze. Weil es manchmal sein kann, dass ihr halt eher die haben wollt als den verbotenen Kelch. Aber meistens sucht ihr den Kelch. Deswegen habe ich die dreimal drin und den hier halt nur einmal, weil ist halt nicht so eine gute Karte wie die anderen beiden. Jetzt kommen die Karten, die euch helfen, den Obelisk aus Feld zu bekommen. Das ist Double Summon. Dafür spielen wir drei Stück. Keine gute Karte. Wenn ihr halt einen Momonga habt und ihr habt den Angel, könnt ihr halt damit Obelisk holen, was halt not bad ist. Das gleiche gilt für Sturmkraft. Wenn ihr halt Nimble habt oder den Engel und dann halt Sturmkraft, könnt ihr den Monarchen einfach rausholen. Dann spielen wir noch zweimal Topf der Trägheit. Denn wir spielen, wie ihr seht, nicht so viele Monster und was wir interpretieren, ist halt ganz nett. Und deshalb spielen wir die, damit wir die Karten wieder ins Deck zurückholen können und dann zwei Karten ziehen können. Das wird nicht oft vorkommen, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir da haben. Die beiden letzten Karten sind natürlich Monster Reborn und natürlich Harpyen Federwisch. Das sind zwei Staples, das sind sehr gute Karten. Also das sind wirklich die besten Karten im Set. Deshalb spielen wir die auf jeden Fall auf. Wie gesagt, wir gehen second, da ist die Karte halt not bad. Und ich persönlich mag sogar den Super Rare Print. Ich finde das halt unglaublich schön. Die werde ich auch nächstes Mal in meinem Deck spielen. Weil ich habe halt die Secret Rare, aber die ist halt nicht so schön wie die schöne, clean, super rare, die wir jetzt hier haben. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, das war das Obelisk-Deck. Es ist halt wert kein gutes Deck. Wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr spielen könnt, macht das. Kauft die Truck-Decks jeweils dreimal und dann spielt ihr gegeneinander und habt ein bisschen Spaß. Aber ansonsten war es eigentlich nicht wirklich relevant für irgendwas anderes. Ja, und das war's auch schon mir mit dem Video zum Obelisk-Deck für 30 Euro. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ich hoffe, ihr findet das Deck nicht übel krass, denn es ist es leider nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann mal rein. Ciao, Leute. Aller Zeiten.